Peter, knappes 1:0. Wie hast du das Spiel gesehen und erlebt? Ja, es war ein hart umkämpftes Spiel. Ja, beide Mannschaften wollten den Sieg unbedingt und ja, wie gesagt, war hart umkämpft. Spielerisch war es schwer auf dem Rasen was zu machen, ja, aber es war okay von beiden Seiten, war es gut, ja. Ja, über weite Strecken war das Spiel wenig attraktiv. Du sagst der Rasen, ja, glücklich der Sieg heute? Ja, glücklich würde ich nicht sagen. Ich denke, ich fand schon, wir waren die bessere Mannschaft. Und klar, wenn es hier 0-0 ausgeht, können wir uns auch nicht beschweren. Aber ich denke, glücklich war es nicht. Ich denke, wir haben schon verdient gewonnen. Du hast das Tor geschossen, das Tor zum Sieg. Wie hast du es gemacht? Ja, es war ein schöner Pass vom Lukas Buck und dann habe ich einfach geschossen, mein Glück probiert und der war zum Glück drin. Ihr wart vor dem Spieltag jetzt auf Platz 7. Manche haben euch höher eingeschätzt. Wie schätzt du die Lage ein und was ihr bisher erreichen konntet? Ja klar, die Saison war noch nicht einfach für uns. Es haben alle mehr von uns erwartet, wir auch. Aber ich denke jetzt, dieser Sieg gibt uns Aufwind und jetzt können wir positiv in die nächsten Spiele gehen und werden versuchen, die auch zu gewinnen. Das nächste Spiel ist dann Oberachern daheim, ähnlich in der Tabellenlage. Was wird das für ein Spiel und was kannst du uns über den Gegner sagen? Ja, wenn man gesehen hat, wie sie letzte Woche gegen Balinger SC 6:0 gewonnen haben, dann weiß man schon, wie stark sie sind. Und es wird, glaube ich, ähnlich wie heute ein sehr umkämpftes Spiel. Aber daheim müssen wir unsere Spiele gewinnen, egal gegen wen wir spielen. Und das wollen wir auch. Peter, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank, danke auch.